Tagger ist kaputt. Ist nichts. Weiter. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Safttopf von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Es leuchtet sie sogar nachts. Okay, April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen. Hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dach auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen von Erfinder-Wettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Okay. Aha, Oliver. Dietrich, oder? Das haben wir sogar zwei. Im oberen Stock wirklich ich noch was, wo du mit Dietrich aufschließen kannst. Der sich mir als auf der Karte mit einem Ausrufezeichen markiert. Jetzt nach links, dann nach vorne und rechts, dann wieder rechts, dann geradeaus. Und dann müsste links irgendwie eine Kommode oder so ein Scheiß sein. Ah ne, das. Flintenmunition. Die kommt sehr gelegen. Nichts mehr. Dann müsstest du halt wieder an den Viechern vorbei. Ja, aber diesmal habe ich nur Schlundfinte, da kann ich den Kopf wegschießen. Dann habe ich im Film mal Ruhe von denen. Vorbei. Aber ich könnte vielleicht auch so irgendwie an denen vorbeikommen. Ja, du könntest auch einfach da runterspringen rechts und dann nicht durchs Treppenhaus gehen. Das heißt hier geradeaus durch. Dann hier. Und noch mehr Flintenmunition. Sogar 6? Ja. Wird wahrscheinlich immer zufällig berechnet. Ja, natürlich. Du hast ja gar nichts mehr. Keine Heilung. Was? Da ist noch ein Retter?
Naja, Heilung habe ich schon noch recht viel, aber die heilen nur sehr wenig. Ah. Ein Tape, Happy Birthday. Ah, das muss man auch anschauen. Da kriegst du den Tipp. Flintenattrappe, Spielzeugaxt, Renovierungsvertrag. Konnte Jack Baker, Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Katrin 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang: Installation von Schachten, aktiver Tür im in Eingangshalle. Okay. Ja, eigentlich. Hey. Warte mal. Ja, da. Oh. Okay, Was macht denn der gerade? Erinnern. Nahrungsergänzungsmittel, Pillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Ja. Ja. Keine Ahnung, wie man das Ding kombiniert. Kannst du das Schatzfoto wegschmeißen? Warte mal. So, das muss man. Sind ja sonst nichts. Okay, schauen wir mal weiter. Weißt du doch eigentlich? Ich glaube, jetzt auch nicht. Okay. Okay, die sind aber ganz schön pingelig. Ah, toll. Ach, das wird dann dahin zurückgebracht, wo du ursprünglich wieder lang warst. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein! Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ich würde sagen, wir tun zuerst das Video anschauen irgendwo. Up.
Ja, hier im Wohnwagen muss das. Gehen. Ja. Man könnte doch nicht im Video drin das beschriften. Verdammter Glückspech. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Ich nenne das Spiel, ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Das wäre ziemlich leicht. Ah, warte. Nee, nichts. Ach da. Ich das hier jetzt sein hier zwei genug. So. Nee. Muss ja auch waschen.
Ja, ich schau mal das Bild an damit. Mit dem Fernrohr. Also irgendwas mit einem Strick. Ein Vogel auf dem Grab und ein Embryo. Oh, Puppenfänger. Ein Item aus der Beginning Hour Demo. Nie gespielt. Braucht immer noch ein Stift oder so. Wirklich?
Übrigens, ich bin gerade still, du sollst den Rest ja schön alleine lösen, oder? Ja, bin gerade dabei. Denn ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum gehst du nicht zur Türe mal? Ich dachte, das sah jetzt von weitem so aus, als wäre das irgendeine Kette. War irgendwas. Jetzt kommt's gut. Aua, oder? Jetzt kommt's auch gut. Loser. Traurig, aber wahr. Man schießt den Shark, der in das Spiel schon dich selber. Beide. Die Türe schon. Happy birthday!